Okay, was kann man jetzt hier mit Schönes machen? Hier kann man irgendwelche Sachen reinlegen oder was? Hä? Hä? Hey ho, Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Mark, was willst du? Alter, ey, das gibt's nicht. Die dumme Hexe, wo bist du? Komm, ich Hex. Ja, ich konnte die Hexe noch scannen, okay. Also die Hexe hat sich auf jeden Fall gelohnt, so zum Folgenstart. Auch wenn, Alter, die Hexe, die geht ja mal mega auf die Nerven, aber die kommt hier nicht rein. Tja, die fühlt sich aber schon so ein wenig angezogen von unserer Zauberbude. Kann die eigentlich hier durchwerfen? Hallo, Hexe. Oh, kannst du hier durchwerfen? Ich habe ein wenig Schiss, weil ich nicht viele Herzen habe. Moment. Ich hatte doch noch hier irgendwie Nahrung im Ofen, oder? Nee, okay. Hatte ich nicht. Sekunde. Ich pack mal eben hier ein paar wertvolle Sachen rein. Das kann ich eben hier austauschen. Zack. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich wollte erstmal Nahrung holen. So. Das kommt da rein. Nahrung. Ich habe doch tatsächlich wenig Nahrung nur noch. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hatte vor kurzem gefühlt noch ein Stack Fleisch. Tja, und jetzt? Jetzt ist weg. Jetzt ist das Stack weg. Jetzt müssen wir schauen, wie wir darauf klarkommen. Na, dann können wir es mit der Hexe nicht testen, weil ich kann nicht mehr lange sprinten. Keine Ahnung, dann nehme ich mal hier so ein paar, wie heißen die? Marlow Berries. Die bringen einfach mal so gut wie gar nichts. Eine halbe Hungerkeule, das ist ja null. Das ist null. Okay, aber wir sind immerhin schon mal voll bei den Hungerkeulen. Ja, dann haben wir hier noch Blueberries, Blaubeeren, naja. Hier, zwei Hühnchenfleisch, das ist schon mal ein Anfang, kann man mal sagen. So, dann nehme ich, kommt das da mal eben rein. Habe ich denn hier noch mehr Hühnchenfleisch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, anscheinend nicht. Aber die Shards, die kann ich hier reinpacken. So. Fleisch ist fertig, dann kann das da wieder rein. Okay, sauber. Die Hexe, steht sie da noch irgendwo? Mal gucken, vielleicht können wir sie noch aufspüren, nachdem ich mir mein Jetpack wieder geholt habe. So. Hallo Hexe, wo bist du denn? Hexe? Bist du noch da? Hallo Hexe? Nee, die ist weg. Skelett, hallo Skelett. Nee, die hatte wohl keinen Bock mehr. Oder die wurde von Mark zertrümmert. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Naja, was wollte ich? Ach ja, ich wollte nochmal die Fahnen hier scannen. Nee, die hatte ich schon gescannt, okay. Wegen dem Rezept, ich hatte ja mal gefragt vor ein paar Folgen und Entschuldigung, dass gestern keine Folge kam. Leider hat der YouTube-Upload, der spackt momentan eh total, mit der Verarbeitung mega lange gedauert. Die Folge hat noch bis nach 0 Uhr verarbeitet und ja, da kann ich die nicht mehr freischalten. Dann gilt die ja als Folge für heute. Ey, nicht brennen. Und das macht ja dann keinen Sinn. So, ich glaube, das war das Rezept. Genau. Ich hatte da euch ja um Hilfe gefragt und da habe ich auch auf Twitter von einem Zuschauer einen Tipp bekommen. Und ich schaue da mal eben. Ich habe das hier auf dem Handy abgespeichert, wie er das angeordnet hat. So. Das sieht bei ihm ein wenig anders aus, aber scheinbar ist das gleiche Rezept, oder wie? Das sieht ja krass aus. Okay. Also, dann probiere ich das doch einfach mal aus. Ich meine, mehr als verlieren kann ich das jetzt eh nicht. Kann ich ein paar Sachen hier lassen? Den kann ich da lassen. Der muss weg. Aber was ist denn das? Das ist AR, ne? Das ist schon heftig. Naja, ich schau mal. Also, Ed. Ich fange mal oben an. So wie er auch gestartet hat. Also, zack, das kommt. Na, warum geht denn das nicht? Oh, wir haben keine Tinte mehr. Die Tinte ist alle. Na, so schnell kann es kommen. Können wir die zufälligerweise an einem Tintenfisch auffüllen? Haben wir hier noch einen? Das wäre natürlich jetzt doof, wenn das jetzt am Tintenfisch irgendwie scheitert. Sonst hatten wir auch immer hier noch einen Tintenfisch. Aber jetzt da vorne sehe ich einen grünen Tintenfisch. Der Retter in der Not. Das sind ganz viele. Super duper. Aber leider bringt er uns nicht viel. Da müssen wir den umbringen. Gib mir deine Tinte. Und, au, au, au. Das Skelett hat ein Aimbot. Das hat ein Aimbot. Eindeutig, Alter.
Alter, lass mich doch ran. Das hat ein Aimbot, oder? Ich bin nur mega schlecht. Wow, ich bin gleich hier tot. Krass. Naja, ich wollte doch nur mal ein wenig Tinte mir hier holen. Danke. Kann ich die überhaupt aufnehmen? Nee, natürlich nicht. Natürlich kann ich die nicht aufnehmen. Schmeiß ich das mal eben weg. Hä? Okay, jetzt habe ich auch die Tinte. Die Tinte. So, das sollte reichen, hoffentlich. Für den Anfang auf jeden Fall. So, dann schnell mal wieder nach Hause. Die Stadt wird auch langsam, aber sicher immer ein wenig größer und größer und größer. So, wie kann man die denn mal auffüllen? Ich drück mal R. Ich probiere einfach mal was aus. Sekunde, ich pack das mal mit Tinte da rein. Ah ja, geht ja ganz einfach. So, zack. Also, ich fange an mit AR. Ich muss jetzt das Rezept offen behalten. Das kommt dahin. Dann kommt nun wieder dieser... Ja, was haben wir denn hier? Keine Ahnung, wie der Stoff heißt. Ich muss mal eben gucken, wo ich den finde. Ich möchte dieses nervige Rezept endlich vom Tisch haben. Das nervt einfach nur. Okay, das kommt darauf. Okay, es verbindet sich sogar. Finde ich gut. Jetzt müssen wir wieder zurück. Nämlich mit AR wieder verbinden. So, dann kommt das weg. Das auch. Denn nun müssen wir eine Art Trennung vornehmen. Also erstmal wieder den Kreis. Vakuus, der kommt hier so leicht rechts ran. Hat auch hingehauen, finde ich gut. Der andere von dort. Da kommt so ein Wassermann hin. Wassermann, wo bist du? Da. Sensus. Haut hin. So, und jetzt müssen wir da einen Geist dran schließen. Wie das klingt. Dann müssen wir da einen Geist dran schließen. Das klingt richtig schön magisch. So. Und jetzt müssen wir noch so ein Herz. Wo haben wir denn hier mal ein Herz? Da haben wir ein Herz. Das kommt daran. Nee, oh, ich habe das falsch genommen, oder? So, und jetzt brauche ich nochmal einen Geist. Der kommt easy going hier ran. Und damit verbindet sich das schon mal. So, jetzt haben wir aber hier noch ein paar Wege offen. Da müssen wir hinkommen. Dahin ist der Weg noch ein weiter gefühlt. Ich muss mal eben gucken, wie hat der das denn hier gemacht? So viele Schritte kann man auch gar nicht mehr gehen. So, wir sind jetzt dort. Ich muss immer aufs Handy gucken und dann wieder rüber. Also, da hat er irgendwie einen Schritt. Da kann ich ja nicht lang gehen. Dann machen wir das folgendermaßen. Ich bin gerade voll durch den Wind. Ich habe das eh ein wenig anders gemacht jetzt. Also, keine Ahnung, ich probiere jetzt einfach mal was. Ich fange mal von unten an. So, ich brauche nämlich hier Ordo. Und zwar gar nicht wenig. Wir brauchen nicht Ordo, wir brauchen erstmal Motus. Zack. Dann kommt Ordo. Zack. Hat sich verbunden. Dann kommt wieder Motus. Zack. Und jetzt von Motus darüber. Könnte das AR sein? Jawohl! Und jetzt noch von dort nach dort. Das ist die Frage. Da bin ich mir jetzt auch nicht bei seinem Rezept so sicher. Oh, hoffentlich haben wir es gleich endlich. Da schaue ich lieber mal bei unserem anderen Helfer und Freund, nämlich dem Research Helfer. Der Research Helfer, der hilft. Okay. Genau, okay, und von dort. Noch dort ein Schritt. So. Angeblich über AR. Also habe ich es doch richtig vermutet. Jawohl! Vielen, vielen lieben Dank an den Zuschauer, der mir da weitergeholfen hat. Vielen lieben Dank, das sieht doch sehr gut aus. Research Mastery, Forbidden Knowledge, Mostly Harmless. Super duper. Bling! Gucken wir mal eben rein, das haben wir erforscht. Jetzt können wir hier Research Duplication. Sharing is caring.
So, das haben wir jetzt. Was kann man denn hiermit so Schönes machen? Ich glaube, es ist jetzt nichts, was man so handfest benutzen kann. Oh, das ist gut. Also, ich habe jetzt schon eine 50%ige Chance, dass wenn ich hier etwas rückgängig mache, es dann wieder hier bekomme. Das ist geil. Das gefällt mir. Und zu 10% gibt es eine Chance, dass einfach mal, wenn ich einen Aspekt setze, es 0 Research Points, auf der linken Seite sind das die Punkte, kostet. Geil. Und irgendwie mit Shift-Clicking kann ich die noch besser kombinieren. Und wenn ich genug Aspekte habe, dann können die sich später vielleicht automatisch kombinieren. Das klingt alles heftig. So, wir könnten jetzt theoretisch hier weitermachen. Wollen wir das? Komm, wir machen mal den Deconstruction Table. Habe ich Bock drauf. So, dafür brauche ich nur mal eben Tinte. Die haben wir gerade ganz frisch aufgefüllt. Zack. Dann kommt die Tinte da wieder rein. Und die Research Note. Ah, das sieht ja, das sieht einfach aus. Research Note, Tinte. Zack, okay. Also, na gut, das sieht wieder ähnlich aus wie eben gerade. Ich hoffe mal, dass das gut hinhauen wird. So, das da oben, wie heißt denn das da oben? Das da oben, dieser Blitz, der heißt Perditio, wenn ich mich nicht völlig täusche. Perditio, wo bist du nur? Hier, ne? Jo, okay, jetzt muss ich nur noch die Schritte wieder zählen. 1, 2, 3. Ne, wir machen das anders. 1, 2, 3. 3 Schritte. Bleibt. Okay, Cognito brauche ich. Strontio Cognito. Ach, da gibt es unterschiedliche. Das ist Cognito. Ne, das haut nicht hin. Warum ist das jetzt hier so... Warum hat das so eine komische Farbe gebracht? Weil das nämlich hier Cognito ist. Ach so. Verstehe, das ist nämlich kein Strontio. Da gibt es eine ganz feine Unterscheidung. Okay. Müssen wir mit Cognito starten. Sieht aber wirklich fast identisch aus. Okay. Dann brauchen wir jetzt wieder einen Geist. Einen schönen Geist, ja. Da haben wir einen Geist. So, das haut auch diesmal hin. Dann Victus. Und wir brauchen Mortus. Das sieht aus wie ein Grabstein. Ist auch ein Grabstein. Und es verbindet sich. Hat sich das hier verbunden? Ich glaube schon. Ne? Da ist, ja doch, da ist glaube ich eine Verbindung vorhanden. Ja gut, dann müssen wir oben von dem Blitz diesmal in die andere Richtung. Von Perditio zu diesem Werkzeug. Obwohl, habe ich das echt schon erforscht anscheinend. So. Das Problem ist, bei dem Werkzeug, da gibt es auch wieder verschiedene. Ah, ne. Das sollte das sein. 1, 2, 3. 3 Schritte. Okay. Zack. Zack. Und Instrumentum. Haben wir es? Jawohl. Ganz locker aus dem Handgelenk. So, da haben wir den Research Table. Geil. Oh yeah, der sieht auch schön einfach. Naja, der sieht gar nicht mal so einfach aus. Ah, den bauen wir heute mal. Wir brauchen aus Gold eine Axt. Und wir brauchen aus Gold noch mehr. Sekunde, Sekunde. Holz brauche ich. Für die Stäbe. Hier habe ich noch zwei. Also eine Axt. Und eine Spitzhacke. Ja gut, mir fehlen noch die Stäbe. Habe ich wieder gut mitgedacht. So, zack. Das habe ich. Das Gold kann wieder... Obwohl, nicht. Ich glaube, ich brauche hierfür 2 Goldstücke, genau. Und ein Stück Glas. Glas dürfte ich noch hier irgendwo drin haben. Glas, habe ich dich noch irgendwo? Ah, nee, das hatte ich damals alles vercraftet, oder? Nee, hier habe ich ein Stück noch. Boah, knappe Nummer auf jeden Fall. So, und 2 Shards. Ja, die sind kein Problem. Die habe ich ja hier. Fire Shards nehme ich aber nicht. Davon habe ich nämlich viel zu wenig. Wir nehmen lieber hier diese grünen Earth Shards. 2 Stück. Also die kommen unten und oben hin. In die Mitte ein Stück Glas.
Und hier das. So, zack, da haben wir das. Okay. Sauber, sauber. Dann noch ein Table. Der Table geht relativ einfach, wenn ich mich entsinne. Nämlich so, genau. Jetzt müssen wir da drüben, glaube ich, das in diesem Crafting, in diesem magischen Zaubertisch machen. Nämlich kommt der Table in die Mitte. Das kam darüber. Das kam links, das kam rechts. Jawohl! Und wir benötigen dafür so ein paar, ja, Dings hier, wie heißen die, Aspekte. Aber haben dafür jetzt ein Deconstruction Table. Oh yeah! Und damit sind wir schon mal da in der Richtung einen Schritt weiter. Super duper. Der kommt da direkt mal rauf. Jawoll! Jawollo! Okay, was kann man jetzt hier mit Schönes machen? Hier kann man irgendwelche Sachen reinlegen oder was? Hä? Hä? Gib mir mein Gold wieder! Was passiert hier? Was passiert denn da? Moment mal, das sieht auf jeden Fall heftig aus. Ich sollte mir vielleicht mal die Anleitung durchlesen. Ein wenig. So, und oh, die Anleitung scheint lang zu sein. Hm. Oder ich schaue mir dazu ein Video an. Okay, und hier steht erstmal, da gibt es einen Punkt. In jeder taumaturgischen Karriere. Wo es unmöglich ist, einen Prozess zu vollenden mit dem Wissen, das man bis dahin hat. Aber es gibt mit dem der Deconstruction Table eine weitere Möglichkeit, bliblablub. Und damit kann man Objekte, steht hier, niederbrechen in die Einzelteile. For example, Iron. Das finde ich gut. Iron, okay. Iron will be simplified into Terror and Order. Ah, okay. Ach so. Wenn ich da jetzt Eisen reinlege, wir haben ja hier Eisen genug. Eisen, Eisen, Eisen. Wenn ich da ein Stück Eisen reinlege, dann, also normalerweise hat der Eisen, ich werfe euch das mal hin. Okay, es hat, ich dachte jetzt, das hätte jetzt zwei Aspekte, weil hier stand ja, dass Eisen, Terra und Ordo hat. Aber, ach nee, das entsteht dann nur durch den Tisch. Okay, ich probiere das mal aus. So. Wir können nochmal, komm, wir schauen nochmal hier nach. Terra und Ordo. Wo haben wir... Terra haben wir doch hier, oder? Nee, Terra haben wir am Anfang vielleicht. Nee, ich glaube, dazu schaue ich mir nochmal ein Video an. Dann halte ich nicht die Folge ganz so lange auf. Aber es sieht auf jeden Fall... Huch, jetzt habe ich hier den Teamspeak gestartet. Das sieht auf jeden Fall spannend aus. Oh, wir sind aber auch schon bei 18 Minuten. Mann, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Das ist ja krass. Mhm. Wir könnten mit dem Zauber... Ach nee, für den Zauberstab fehlt uns noch was. Wir machen dann in der nächsten Folge mit den anderen Zauberstäben weiter. Das sieht hier auch nochmal heftig aus. Naja, naja. Aber, Research completed. Habe ich da jetzt draufgeklickt? Ich habe doch gar keine Tinte mit dabei. Naja, Freunde, ich verabschiede mich aber für die heutige Folge. Hoffen mal, euch hat es gefallen soweit. Wenn ja, dann würde mich eine Bewertung freuen. Und, ja, bis zum nächsten Video. Und tschö mit Ö.